Hallo! Ich mache heute eine Käsesahnetorte. Und zwar habe ich da Eier, 5 Eier. Ich glaube, zu große Eier, weil normal 5 mittlere reichen. Ich habe jetzt gleich große da gehabt. Und, und Zucker und Vanillezucker schaumig geschlagen. Einfach mit dem Rührer schaumig geschlagen. Dann brauche ich ein Sieb. Dann tun wir eine an Zitronenabrieb. Das ist Bio-Zitrone gewaschen. Ja, nicht weiße dazu, weil das wird bitter. Aber ich muss sagen, im Biskuit eine Zitrone drinnen ist immer gut. Schmeckt auch total gut. Dann tun wir eine Mehl sieben und eine Stärke. Das tun wir da rein. Sieben, bitte immer sieben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer alles durchsiebe. Ich bin schon eine Köchin, die was nicht gar so nach Rezept kocht, muss ich sagen. Aber beim Backen bitte einfach genau arbeiten, weil sonst funktioniert es nicht. Und dann ist immer jeder enttäuscht, wenn es nicht so wird, wie es bei mir im Film ist. Oder das ist einfach, man muss da einfach genau arbeiten. Ich tue das Mehl jetzt und die Stärke einfach unterheben. Da kriegen wir noch 35 Gramm Öl dazu. Und die tun wir jetzt auch einrühren. Das ist der ganze Biskuit. Den lassen wir jetzt in der Form. Den habe ich ausgebuttert mit meinem Backsprengfett. Da lasse ich das jetzt bei 180 Grad Heißluft. Lasse ich den jetzt backen. Dann tun wir ihn außer, lassen ihn abkühlen, den in der Mitte auseinanderschneiden und dann tun wir die Creme rein. Ich richte inzwischen alles für die Creme her. Ich möchte heute gern einfach in die Käsesahne, die kommen sehr gut ohne Früchte machen, muss ich sagen. Und ich möchte heute einfach ein paar Früchte reintun. Ich mag das ganz gern. Ich mag die Käsesahne ganz gern. Ich habe die schon 100.000 Mal gemacht. Und tue aber entweder kommen auf den Boden auf die Früchte oder man tut sie in den Tag rein. Das ist total wurscht. Wir tun halt heute einmal. Aber wie gesagt, das ganze das gleiche Rezept kann man auch machen. Ohne Früchte. Mit Früchte ist sie zwar wahnsinnig gut, allerdings muss man sie auch schneller essen, als wenn keine Früchte drin sind. Weil einfach die Früchte nicht so lange heben. Ich backe das jetzt, schaue genau auf die Zeit natürlich, dass ich es auch reinschreiben kann und richte derweil das für die Creme. Führt euch derweil. So, da bin ich wieder. Schön habe ich nicht auseinandergeschnitten, aber ja, einfach in Kuchen, wenn er ausgekehrt ist, auseinanderschneiden. Ich habe jetzt da einen Topfen. Ich habe 500 ml Sahne, habe ich nicht ganz steif geschlagen, sondern so schmierig. Das zeige ich euch noch gleich, die habe ich nämlich im Kühlschrank, weil es heute sehr warm ist. Und da konnte ich die Sahne nicht herauslassen, aber das zeige ich euch nachher. Weil wenn eine Gelatine dabei ist, tut es bitte die Sahne nie ganz steif schlagen. Weil sonst wird das, weiß ich nicht, das wird einfach nicht so richtig. Dann habe ich 8 Platteln Gelatine, habe ich eingewacht schon. Saft von einer Zitrone und die Schale von einer Zitrone, ein Zucker. Da ist jetzt drinnen Topfen, Joghurt, Zucker und Zitronen. Natürlich kriegst du jetzt das ganze genaue Maß und das verrühren wir jetzt. Und da habe ich die Zitrone von einer Zitrone im Saft, das mache ich jetzt heiß und da tue ich dann die Gelatine. Und wie immer tun wir dann die Gelatine angreifen mit dem und da dazu mischen, die Sahne unterheben und das ist eigentlich die ganze Creme. Wer das einmal so eine Creme gemacht hat, das ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Da ändert sich nicht narrisch viel. Nur bitte immer aufpassen, dass das nicht kocht, dass die Gelatine nicht kocht, sonst verliert sie an Wirkung.
Es haben ganz viele Angst vor der Gelatine. Gelatine ist ganz einfach zum Handhaben, wenn man sich ein bisschen nach die Regeln hält. Mit aufkochen und wirklich da drinnen jetzt auch im heißen Zitronensaft glatt rühren. Weil das sieht man ja, ob Klumpen rein sein oder nicht. Ich nicht ohne Brille, ich esse wahrscheinlich ohne Brille. Das ist jetzt wunderbar, da ist ein kleines Kern drinnen, Zitronenkern. Das tun wir jetzt aus. Und dann tun wir immer mit der Masse angleichen. Gell? Und zwar wenn ihr das jetzt in die kalte Ding rein schüttet, dann zieht sich das wieder so zusammen und es hat einen Klumpen. Einfach mit der Creme ein bisschen angleichen, dann kann euch das überhaupt nicht passieren. Das ist wie gesagt beim Backen, bitte einfach alles befolgen, dann kann euch überhaupt nichts passieren. Weil viele so die Panik haben vor dem Backen, da ist nichts dabei, man muss es nur genau machen. Hudli tschudli geht da gar nichts. Die Sahne rein. Ich stelle die Sahne immer in den Kühlschrank, weil das ist ein Wahnsinn bei der Hitze. Sechste ist nicht ganz steif geschlagen. Der ist so schmierig. Dann wird der Kuchen, wo Gelatine drinnen ist, viel schöner. Und sonst wird er so hart, die Creme. Und der wird richtig schön. Dass es ja alles schön vermischt ist. Hetzigerweise geht das mit dem Schlesiger heißt er, mit dem Spatel, Silikonspatel, eigentlich besser als wir mit dem, Schneebesen. Und durch die Zitrone, was drinnen ist, ist das total erfrischend. Es geht natürlich auch Orange und Zitrone, das ist überhaupt kein Problem. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich tue jetzt da, ich muss sagen, schön auseinandergeschnitten habe ich nicht. Oben ist schon viel dünner. Das werdet ihr sehen auf dem Foto. Entschuldigung. Jetzt ist alles geflogen. Ich tue jetzt einfach auf den Kuchen. Das könnt ihr jetzt unter die Sahne rein tun. Oder auf den Kuchen auf. Ich tue es jetzt einmal auf den Kuchen auf. Das sind jetzt die Himbeeren. Und dazwischen eine tue ich die Heidelbeeren. Das muss auch nicht schön sein, das ist ja nur, wenn man ihn anschneidet. Ich muss ein bisschen verteilen, da kann ich nicht schön. Es könntest du auch ohne weiteres auf dem Boden irgendwas anderes hin tun. Erdbeeren oder. Das ist ganz wurscht. Ein bisschen verteilen, dass es ein bisschen überall ein bisschen ist. Aber es muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Dann tun wir da
Käsesahne ist halt allem was Gutes. Was ich leider überhaupt nicht mag, das ist mit Frischkäse. Das mag ich nicht. Ich mag entweder einen Kuchen oder ich mag etwas mit Frischkäse. Ich mag das nicht. Ich mag süß und Frischkäse nicht, so wie die Philadelphia-Torten. Ich kann nichts machen. Jetzt hoffe ich, bringe ich das auf. So. Und den können wir jetzt ein paar Stunden erreichen. 3-4 Stunden wahrscheinlich. Aber am allerbesten ist, wenn sie es über Nacht im Kühlschrank ziehen lässt. Nehmt euch die Zeit, macht sie am Tag davor, wenn sie sie braucht, weil dann lässt sie sich einfach am schönsten schneiden. Ich tue die jetzt über Nacht in den Kühlschrank und schneide sie morgen in der Früh an, mache das Foto und stelle sie ins Netz. Das ist alles gewesen, Käsesahne, nichts dabei, überhaupt nichts. Gedruckte Zucker könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Außer es schneidet den Toten nicht schön durch, so wie ich, dass er oben viel dünner ist wie unten. Aber ich bin keine Konditorin, ich bin nur eine Hausfrau und das passiert manchmal, aber schmecken wird sie trotzdem. Ich wünsche euch gutes Gelingen, bis zum nächsten Video und pfiat euch, bis bald.